Ja, heute Morgen sind wir schon irgendwie etwas ins Schwitzen gekommen. Das ist gut schwül hier. Gestern haben wir nämlich unsere Kreditkarte verloren. Das heißt verloren. Wahrscheinlich hat sie der Automat eingezogen. Vermuten wir. Jetzt wird der Christoph, oder das heißt, wir gemeinsam auf die Bank gehen, in der Hoffnung, dass die Kreditkarte sich in dem Automat befindet und wir die heute kriegen. Denn morgen früh geht es ja nach Kambodscha und ohne wäre es echt ein bisschen blöd. Aber gut, wir haben notfalls zwei dabei. Die Erfahrung macht, glaube ich, jeder mal auf einer Weltreise, dass man halt irgendwelche Dinge passieren. Ich fand es auch nett, heute haben wir zum zweiten Mal gefrühstückt mal unterwegs und waren gerade in so einem netten Café und ich hatte heute Lust auf erst ein Spiegelei, das gibt es ja hier so extra, und Porridge, habe ich mir gedacht, und habe Porridge bestellt und habe dann was bekommen, was überhaupt so wie Porridge ausgeschaut hat. Es war ein blockiertes Ei oder sowas, kenne ich gar nicht, aber auf jeden Fall, das war das, was ich heute Morgen bekommen habe. Sprachschwierigkeiten haben wir die Woche schon mal gehabt. Christoph hat nämlich eingekauft, wir wollten selber kochen, wollten abends Omelette machen und er wollte Eier kaufen im Supermarkt und hat die Verkäuferin nach Eiern gefragt und die hat gesagt, haben sie nicht? Und dann hat er gesagt, gok, gok, gok. Und sie hat ihn hingeführt zu den Eiern. Also mit Händen und Füßen verständigen funktioniert immer und überall. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal einen traumhaft schönen Tag. Lass dir es gut gehen.